Nach dem Durchbruch der Brjansker Front am 3. Oktober 1941 erobert die 4. Panzerdivision von Guderian die Stadt Orel. Zur gleichen Zeit werden auf der Eisenbahnstation Zensk die Panzer der 4. Panzerbrigade von Katukow entladen. Am Mittag des nächsten Tages an den Rand der Stadt Orel brechen die Panzer von Katukow durch mit dem Ziel, den sich befestigten Gegner zu zerschlagen. Zur gleichen Zeit wird im Bereich der Eisenbahnstation eine Verteidigungslinie der Deutschen aufgebaut. Es werden frische Kräfte herangezogen. Ein Fotograf aus der 4. Panzerdivision hört den Lärm und holt seine Kamera raus. Was nimmt er auf? Rauch vom Gefecht der KW-1-Panzer. Der Motorradfahrer beobachtet das Gefecht. Das hier sieht aus wie ein zerstörter Panzer. Vorne steht eine Halbkettenzugmaschine. Links ist ein T-34-Panzer, der noch schlecht erkennbar ist. Aber die Soldaten in der Mitte sehen ihn sehr gut. Die im Vordergrund stehenden Soldaten gucken auf die brennende Zugmaschine der 15 cm Haubitze. Neben ihnen steht ein Panzerkampfwagen 3 aus dem 35. Panzerregiment. Sein Turm ist in Richtung des T-34 gedreht. Nächstes Foto. Der T-34 erscheint. Der Soldat rennt weg, während der T-34 auf ihn zukommt. Das Ganze wird von zahlreichen Zuschauern beobachtet. Nächstes Foto. Der Soldat bleibt stehen und sieht, was der T-34 macht. Eventuell steht er noch unter Schock. Der T-34 setzt seine Bewegung fort. Soldaten ducken sich vorsichtshalber. Nächste Aufnahme. Der T-34 kommt am Bahndamm zum Stehen. Wahrscheinlich wurde der Panzer fahrunfähig geschossen. Soldaten sind alle auf dem Boden, da wahrscheinlich viel geschossen wird. Die nächste Aufnahme zeigt Lastwagen, die unterwegs waren und zum Stehen gekommen sind. Der T-34 fängt an zu brennen. Die Tür des LKWs ist offen und der Fahrer versteckt sich hinter dem Anhänger. In dieser Aufnahme wurde dem T-34 der Turm durch Munitionsexplosion abgerissen. Über das Gefecht kann man in diesem Buch nachlesen. Unter dem Video findet ihr den Link dazu. Zwei der KW-1-Panzer wurden ebenfalls in diesem Gefecht zerstört. Die Besatzungen wurden getötet. Die Deutschen verloren einen Panzerkampfwagen 4 des Kompanieführers Pfister samt der Besatzung. Einer der KW-Panzer wurde durch die Flugabwehrkanone des 11. Flugabwehrregiments zerstört. Das sagt die Aufschrift auf seinem Turm aus. Man sieht zwei Durchschläge an der Turmfront. Einen Durchschlag an der oberen Kante der oberen Frontplatte. Ein Durchschlag direkt über der Fahrerseeklappe. Und einen Durchschlag links an der unteren Frontplatte. Die MG-Blende wurde wahrscheinlich durch die Munitionsexplosion herausgerissen, die auch den Turm vom Turmkranz abgehoben hat. Diese Fotos konnten vor Jahren einem Veteran des 35. Panzerregiment, Arno Debus, gezeigt werden. Arno ist im Jahre 2011 gestorben, aber damals konnte er sich an das Gefecht erinnern und erzählte, was mit der Besatzung eines der Panzer geschah. Er erzählte von einem Panzer an der Bahnlinie Orel 1941. Es saßen zwei russische Offiziere im T-34. Sie haben sich nicht ergeben. Als Arno und die deutschen Soldaten auf den Panzer gesprungen sind und die Turmluke aufmachen wollten, hörten sie im Inneren des T-34 Bum, Bum. Die Offiziere hatten sich nicht ergeben, sondern hatten sich selbst erschossen oder Handgranate gesprengt. Da der erste T-34 explodierte, muss es sich in der Geschichte von Arno um den zweiten T-34 handeln, der in dieser Schlacht verloren gegangen ist. Der T-34 des Kommandeurs Wassili Rakow, dessen Besatzung bislang als vermisst galt. So konnte auch geklärt werden, dass der erste T-34 dem Zugführer Piotr Olejnik gehörte.
Er und seine Besatzung waren auch vermisst gemeldet. Das war's mit dieser Fotogeschichte, Freunde. Ich hoffe, das war interessant. Man konnte so anhand der Fotos die tragischen Schicksale dieser Menschen restaurieren und auch einen Zeitzeugen finden und besser nachvollziehen, was damals geschah und ebenfalls den Hinterbliebenen informieren, wo ihre Vorfahren gestorben sind und wie das damals abgelaufen ist. Also ich finde sowas immer sehr faszinierend. Ich hoffe, euch wird es auch gefallen und wenn ihr noch eine weitere Fotogeschichte in dieser Art wollt, dann bitte, wie gesagt, einen Kommentar hinterlassen und einen Daumen hoch. Ich denke, so ab 1000 Daumen hoch schaue ich mal vielleicht eine andere Fotogeschichte für euch zu finden und zu machen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.